Gemalt habe ich eigentlich immer schon. Das war einfach extrem wichtig. Das war für mich so der Weg zu mir, mein Raum mit mir. Das habe ich immer schon gemacht und auch viel draußen gemalt und vor der Natur gemalt und mit Skizzenbuch umhergezogen. Ich habe so einen Stapel Skizzenbücher. Das war einfach für mich eine ganz wertvolle Erfahrung, diese Welt über den Stift, über den Pinsel zu entdecken. Und dann stand nie zur Debatte oder stand nie in Frage, dass ich das studieren würde. Und das habe ich dann auch gemacht. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften, damals hieß das Fachhochschule Hamburg, Fachbereich Gestaltung. Und 8 Jahre lang war ich da und ich hatte saugute Professoren, Dietmar Ulrich als ersten genannt, den fand ich einfach richtig, richtig toll, habe sehr, sehr viel gelernt. War ein sehr fleißiger Student. Ich habe teilweise 12, 14 Stunden täglich gearbeitet, aber es war viel immer leicht, war immer schön, hat Spaß gebracht. Habe mein Diplom an der Westküste der USA gemacht. Das war eine Malreise, die war unglaublich toll, wo ich einfach vor Ort viel fotografiert habe, viel gemalt habe und dann mit den Arbeiten im Atelier weitergearbeitet habe. Das war so der Abschluss des Ganzen. Und dann habe ich eine Zeit lang auch als Illustrator teilweise mein Geld verdient. Also ganz viel, die Malerei war schon immer da, war auch immer irgendwie erfolgreich. Ich habe immer mit Galerien zusammengearbeitet, aber seit 4 Jahren, 3, 4 Jahren arbeite ich wirklich nur noch mit der Malerei und habe die Zweige wie Illustration oder Bücher machen. Ich habe mal so Bücher gemacht, war unglaublich erfolgreich damit. Genial, Malenreihe war das. Das habe ich aber alles so hinter mir gelassen. Das war ein fantastischer Schritt, weil unglaublich, so unglaublich viel in meiner Malerei passiert ist. Mit mir so wahnsinnig viel passiert ist, meine Bilder sich so entwickelt haben und ich weiß auch jetzt, das war der richtige Schritt. Viel Erfolg mit dazu gekommen. Wie früher, so ist mir heute an meiner Malerei wichtig, dass das der Weg zu mir selbst ist. Das heißt, der Weg, wo ich mit mir bin, mich mit meinen Themen auseinandersetzen kann. Und das ist so ein Raum, den ich auch kompromisslos nicht teile. Wenn ich male, male ich und dann darf mich da auch niemand stören. Dozieren tue ich noch 6 Wochen im Jahr. Und das sind für mich paradiesisch tolle 6 Wochen. Das ist für mich einfach was ganz, ganz Wertvolles neben der Malerei. Malen, kann man sagen, ist der lonesome Job, allein mit den Bildern. Und da ist es auch schön, ab und zu rauszukommen. Ein typischer Tag ist, dass ich morgens ins Atelier gehe und frühstücke. Und dann male ich den ganzen Tag von morgens bis abends hier im Atelier. Mittags ganz wichtig, ausführlich kochen, im Hofladen einkaufen, das Essen genießen. Ja, extrem wichtig für mich.